Herzlich willkommen zum letzten Vortrag dieser Tagung zur Literatur der Wolgadeutschen. Ich freue mich sehr, Ihnen unsere Referentin vorzustellen, Dr. Lilli Gebhardt. Sie studierte in Bielefeld auf Lehramt-Gymnasium in den Fächern Geschichte und Deutsch. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, außerdem Studienrätin und Lehrerin mit mehreren Veröffentlichungen beim Cornelsen Verlag und dazu Lyrikerin. Vor einem Jahr erst erschien ihr erster Gedichtband. Diesen Herbst erwartet uns die nächste Neuerscheinung. Als freie wissenschaftliche Mitarbeiterin unterstützt sie das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte. In ihrem Vortrag lernen wir ein Thema kennen, zu dem sie selbst Pionierarbeit geleistet hat. Zum literarischen Schaffen der Mennoniten und der Russlanddeutschen. Herzlich willkommen, Lilli Gebhardt. Vielen Dank für die freundliche Einführung und dass ich hier sein darf. Es ist mir eine große Freude. Heute werde ich Ihnen die spezifische religiöse Weltsicht russlanddeutscher Mennoniten sowie ihre besondere Verarbeitung von Migration, wie sie in ihrer Literatur sichtbar wird, vorstellen. Vorab lässt sich sagen, dass es in fast allen literarischen Texten russlanddeutscher Mennoniten, die ich untersucht habe, darum geht, eine Art roten Faden in den individuellen und kollektiven Erfahrungen zu finden, der Geschichte einen Sinn zu geben. In diesen übergeordneten Sinn werden alle Erlebnisse und Erfahrungen eingebettet. Enteignung, Deportation, Diskriminierung und schließlich Umsiedlung nach Deutschland waren historische Erfahrungen, die sich in der Literatur spiegeln. Die Religiosität war für die Identität russlanddeutscher Mennoniten die Rettung. Sie trug dazu bei, dass die potenziell traumatisierenden Ereignisse ausgehalten wurden. Auch die Umsiedlung nach Deutschland wurde und wird in diese spezifische religiöse Weltsicht eingeordnet. Zunächst möchte ich nun die russlanddeutschen Mennoniten und meine Methode beschreiben. Anschließend werde ich einige Ergebnisse zur religiösen Weltsicht anhand ausgewählter Textausschnitte erläutern. Abschließend werde ich diese Erkenntnisse in den Kontext kanadisch-mennonitischen Schreibens einordnen, die neueste Entwicklung skizzieren und weitere Möglichkeiten der Forschung in Bezug auf Russlanddeutsche und speziell russlanddeutscher Mennoniten und ihrer Literatur darstellen. Die Mennoniten. Der Versuch, russlanddeutsche Mennoniten numerisch zu fassen, offenbart bereits die Schwierigkeit, mit der auch im Forschungskontext umzugehen ist. Die Zahlen schwanken je nach Zählart zwischen 80.000 Mitgliedern in Deutschland, getaufte Erwachsene, oder 436 inklusive Kindern und weiteren zugehörigen Personen für das Jahr 2006 nachzulesen bei Panagiotidis. Zudem kommt, dass es eine bis 1860 zurückgehende Differenzierung in Mennoniten und Mennonitenbrüdergemeinden gibt. Die Mennoniten sind eher evangelisch, kirchlich orientiert, die Mennonitenbrüdergemeinden eher evangelikal-baptistisch. Als Reformbewegung und Reaktion auf Missionierungsbestrebungen württembergischer Pietisten entstanden die Mennonitenbrüdergemeinden in den Kolonien in der Ukraine. Des Weiteren erschwert eine eindeutige Zuordnung, dass in den heute bestehenden russlanddeutschen Freikirchen häufig Mennoniten, Evangeliumschristen und Baptisten zusammengefunden haben, eine Differenzierung aufgrund von Werten oder Vorstellungen kaum mehr möglich ist. Zusätzlich gibt es das mennonitisch-plattdeutsche als gepflegte Lebensart außerhalb von Gemeinden und religiösen Kontexten und durch das Aufrechterhalten der plattdeutschen Sprache eben das Zubereiten bestimmter Speisen. Cornelius Enns
vom Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, umfasst die russlanddeutschen evangelikalen Gemeinden, also die Mennoniten-Brüdergemeinden, als russlanddeutsche Migrationskirchen zusammen. Betont wird immer wieder die Initiativkraft zur Selbstorganisation in Netzwerken sowie die wichtige Rolle im Migrationsprozess, der zum großen Teil eben entlang von solchen Glaubensnetzwerken verläuft, ebenfalls bei Panagiotidis nachzulesen. In meiner Darstellung gehe ich weniger auf den kulturell gelebten plattdeutsch-mennonitischen Hintergrund ein, sondern hauptsächlich auf diesen religiösen Teil, weil gerade da sehr viel Texte produziert worden sind. In meiner Forschungsarbeit bin ich bei der Auswahl der Autoren nach der Herkunft gegangen, die von den Autoren gut benannt werden kann. Das scheint mir zurzeit ein sicheres Kriterium zu sein. Es muss aber auch weiter diskutiert werden, wie man derartige Unterscheidungen vornimmt und ob. Also ich bin nach der Herkunft gegangen, um eben aus den heute verschmelzenden Haltungen für die Forschung eine sinnvolle Grundgesamtheit zu bilden, die eben der Diversität der Russlanddeutschen versuchen, gerecht zu werden. Selbst mit den 436.000 Mitgliedern ist es eben nur eine vergleichsweise kleine Gruppe der etwa 4,2 Millionen Aussiedlern. Einerseits teilen sie das Schicksal vieler Russlanddeutsche, den historischen Hintergrund, aber durch die spezifische religiöse Weltsicht werden in ihrer Literatur teilweise abweichende andere Deutungen dargestellt, die, so meine These, es ihnen erleichtert, mit Umbrüchen umzugehen. Wer aber sind historisch gesehen eigentlich die Mennoniten? Ich weiß nicht, sollte ich noch einmal etwas weiter ausholen, noch weiter nach hinten in die Geschichte? Mennoniten und Mennonitenbrüder sind eine evangelikale Freikirche, die auf die Täuferbewegung der Reformationszeit zurückgeht. Der Name leitet sich vom aus Friesland stammenden Theologen Menno Simons ab. Ursprünglich handelt es sich um unabhängig voneinander entstehende Bewegungen, die den reformatorischen Bewegungen folgten, deren Gemeinsamkeit jedoch zunächst einfach in der Ablehnung der Kindertaufe bestand. 1527 legten südwestdeutsche und schweizerische Täufer in den Schleitheimer Artikeln die Prinzipien der Gewaltfreiheit und das Modell einer Freikirche außerhalb staatlicher Strukturen zusätzlich fest. Ende des 17. und vor allem im 18. Jahrhundert wanderten viele Pfälzer Mennoniten nach Pennsylvania aus. Bereits im 16. Jahrhundert siedelten sich niederländische Täufer im polnischen Weichsel-Nogat-Delta an. Nach der Teilung Polens 1772 gerieten sie unter preußische Herrschaft, was wegen des preußischen Militärdienstes zum Problem wurde. Woraufhin viele ab 1789 weiter in den Osten wanderten und dort vor allem in der Ukraine Kolonien gründeten. Es gab verschiedene Auswanderungswellen. Nach der Einführung der Wehrpflicht in Russland im Jahre 1870 emigrierte ab 1874 etwa ein Drittel der Russland-Mennoniten nach Kanada, vor allem nach Manitoba. Weitere 23.000 sind in den 1920er Jahren ausgewandert nach Kanada. Zwischen 1947 und 50 fand die letzte Auswanderungswelle nach Nordamerika statt mit etwa 10.000 Menschen. Aus Nordamerika zogen 1920 etwa 7.000 Mennoniten weiter nach Mexiko und 1.200 in den Chaco nach Paraguay. In den 30er Jahren flohen Russland-Mennoniten vor Stalin ebenfalls nach Südamerika. Immer wieder gab es aus Nordamerika kleinere Auswanderungswellen nach Südamerika, sodass 2015 etwa 250.000 Mennoniten in Südamerika wohnten. Die russlanddeutschen Mennoniten leben aktuell in Europa, dort vornehmlich in Deutschland, in Nord- und Südamerika. Es gibt auch indische und afrikanische Mennoniten aufgrund von Missionierungsbestrebungen, aber ich beschränke mich eben auf die
in Deutschland lebenden russlanddeutschen Mennoniten aus der Sowjetunion. Ich werde am Schluss, also ich habe diese Wanderungsbewegung etwas ausführlicher dargestellt, weil ich auch in der Literatur darauf vergleichend noch eingehen möchte. Die Auswahl meiner Texte. Ich untersuche die Literatur russlanddeutscher Mennoniten in Deutschland. In meiner Auswahl der Texte für die Untersuchung habe ich, wie gesagt, auf Texte von russlanddeutschen Mennoniten nach der Herkunft zurückgegriffen, wohlwissend, man könnte es auch anders machen. Es mag verwundern, dass ich in meiner Untersuchung bestimmte bekanntere russlanddeutsche mennonitische Schriftsteller nicht besonders hervorhebe, aber das ist meiner gewählten Methode zugrunde gelegt. Ich möchte die Menge des Denk- und Sagbaren darstellen. Einzelne Sprecherpositionen im Besonderen herauszuarbeiten, bleibt eine noch zu leistende Aufgabe. Insgesamt werden 52 unterschiedliche Autoren in meiner Untersuchung berücksichtigt. Bei der Literatur handelt es sich teilweise um unveröffentlichte Schriften. Einige wurden im Selbstverlag veröffentlicht, aber es gibt auch einige Verlage, die ausschließlich russlanddeutsch-mennonitische Werke herausgeben oder gezielt eben Werke für diese Leserschaft. Dazu gehört der Lichtzeichen Verlag, der Verlag Hirtenstimme und der Samenkorn Verlag. Ein großer Teil der untersuchten Literatur ist auf dem deutschen Buchmarkt vorhanden, wird aber in der literarischen Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Viele wissen nicht, dass es diese Texte überhaupt gibt, aber offensichtlich gibt es gerade auch bei russlanddeutschen Mennoniten ein sehr starkes Interesse daran, sich in Lebensbeschreibungen und Gedichten auszudrücken. Untersucht habe ich die Texte ausgehend von einem diskursanalytischen Ansatz. Diskurse werden als etwas Überindividuelles betrachtet. Nicht das Subjekt macht den Diskurs, sondern, wie Siegfried Jäger schreibt, alle Menschen stricken zwar am Diskurs mit, aber kein Einzelner und keine einzelne Gruppe bestimmt den Diskurs oder hat genau das gewollt, was letztlich dabei herauskommt. Ich folge der Definition in Anlehnung an Jäger, in der der Diskurs als Zusammenhang von Aussagen, der das Wissen innerhalb eines räumlich und zeitlich begrenzten Kulturraums bedingt beschrieben wird. Untersucht wird im Rahmen einer Diskursanalyse das zugrunde liegende, versteckte, normalerweise übersehene, weil als selbstverständlich unterstellte Wissen. Eine Möglichkeit, Diskurse zu analysieren, geht über die Kollektivsymbolik. Laut Drews, Gerhard und Link besitzt jede Kultur ein synchrones System von Kollektivsymbolen. Kollektivsymbole umfassen bildhafte sprachliche Ausdrücke, die über einzelne Texte hinausweisen und für die Diskursteilnehmer gleichsam als Schlüsselmetaphern bedeutsam sind. Kollektivsymbole sind epistemische Knotenpunkte, in denen sich bedeutsame Wissensbestände verdichten. Werden diese entschlüsselt, wird darin enthaltenes kulturelles Wissen beschrieben. Um über das Referenzsystem für die kulturell zu interpretierenden Kollektivsymbole, zu erarbeiten, habe ich auf die dichte Beschreibung nach Clifford Gerz zurückgegriffen. Bei der Methode der dichten Beschreibung geht es darum, eine Handlung oder Aussage aus der Perspektive des Handelnden zu verstehen. Aus dem Grund ist es notwendig, möglichst viele Einzelheiten wahrzunehmen und deskriptiv darzustellen. Es geht nicht darum, den Text zu interpretieren aus der Sichtweise einer wissenschaftlichen Theorie oder des Untersuchenden. Wesentlich ist, dass möglichst viele Beobachtungen gesammelt werden und indem diese Beobachtungen nebeneinander gestellt werden, erklären sie sich wechselseitig.
Die Interpretation findet statt, weil die Aspekte sich gegenseitig erläutern. Clifford Geertz hat diesen Ansatz entwickelt, weil er dem einfühlenden Interpretieren von außen etwas entgegensetzen wollte. Es sollte nicht mehr nur aufgrund eigener Vorannahmen interpretiert werden, was vor sich ging, sondern die Handelnden und Sprechenden sollten die Chance haben, ihre eigenen Handlungen zu erklären. Auf diese Weise hoffte er, näher an dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand zu sein. Das versuche ich oder habe ich versucht, auf die Analyse von Literatur zu übertragen. Um Anhaltspunkte zu finden, welche Aspekte zu sammeln sind, weil ich ja jetzt nicht wahllos einen riesigen Korpus an Literatur quasi auf eine Vielzahl von Aspekten hin untersuchen kann, darum habe ich im Vorfeld Interviews durchgeführt. Diese Interviews waren als qualitative Interviews angelegt. Ich habe 6 Personen, über 80-jährig, mit hoffentlich also einem sehr reichen Erfahrungsschatz, ihre Vergangenheit und ihre Sichtweise auf die Gegenwart erzählen lassen und dabei herausgefiltert, eben was den Probanden wichtig ist. Auf diese Weise habe ich Kategorien gebildet, die meiner Untersuchung einen machbaren Rahmen und gewisserweise auch einen Fokus geben. Als wesentliche Kategorien haben sich dabei die Vorstellung zur Heimat, Heimatlosigkeit und Zugehörigkeit erwiesen. Das haben wir gerade schon gehört. Heimat, Heim als wichtige Kategorie. Der Weg, bei mir ist es die Heimatlosigkeit. Und im Rahmen meiner Literaturanalyse fiel auf, dass die Begriffe Sehnsucht, Himmel und Welt ebenso bedeutsam sind, da sie immer wieder im Zusammenhang mit Heimat und Heimatlosigkeit genannt wurden, dass ich diese Begriffe ebenfalls als Analysekategorien übernommen habe. Für die Analyse habe ich dann in der vorhandenen Literatur alle betreffenden Stellen gesammelt, in denen eben diese Begriffe genannt oder mit gemeint wurden. Das Ergebnis ist eine Sammlung von Textstellen. Es handelt sich um die Breite der möglichen Aussagen, die Menge des Denk- und Sagbaren. Diese Menge des Denk- und Sagbaren werde ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen vorstellen, das wäre zu lang. Aber diese Menge des Denk- und Sagbaren bildet den Referenzrahmen letztlich für die Kollektivsymbolik. Und diese Kollektivsymbolik ist derart bildhaft, dass man sie wunderbar darstellen kann. Zeige ich Ihnen gleich. Die untersuchte Literatur wurde im Zeitraum von 1970 bis 2010 verfasst. Damit umfasst sie die Vorbereitung auf die Umsiedlung nach Deutschland, das Ankommen und das Einleben. Verarbeitet werden in der Literatur überwiegend die kollektiven Erfahrungen in der Sowjetunion und die kollektive erinnerte Geschichte ist ausschließlich eine Geschichte von Unterdrückung, Deportation und Diskriminierung. Diese Erfahrungen werden in eine geistlich verstandene Weltsicht eingeordnet, in die auch die Migrationserfahrung integriert wird. Ich zeige Ihnen jetzt quasi die Kollektivsymbolik, die auch in gewisser Weise eine Zusammenfassung des religiösen Weltbildes darstellt. Unten haben wir die Welt, grau habe ich sie machen lassen. Die Welt, das Außen. Die Welt, und jetzt werde ich eine Reihe von Metaphern und Bildern und Symbolen nennen, die ich in der Literatur gefunden habe, die ich jetzt nicht als einzeln belegen werde. Ich werde nachher ein Gedicht vorlesen, in dem relativ viele dieser Elemente vorkommen. Also ich beginne bei der Welt, das Graue, das Außen. Das ist die Wüste, das Babylon, Ägypten. Hier herrscht Kampf, hier gibt es Sturm, Gewitter und Wellen. Die Welt im Außen ist unübersichtlich, chaotisch, ein Gebrause, das jeden mitreißt, der nicht wachsam ist. Um sich aus der Welt zu lösen und das Ziel anzustreben, das der Himmel ist,
muss man sich von der Welt abwenden. Es gibt also einen schmalen Weg in der Mitte, der Pfad. Dieser schmale Weg ist einsam, steil und dornig. Sicherheit gibt es nur, wenn man sich ganz eng an Gottes Wort hält. Nur im Zentrum können die Angriffe von außen, die jeden Christen vom schmalen Pfad abbringen wollen, da können sie nicht so stark verunsichern, da gibt es ein wenig Sicherheit. Je weiter weg vom Zentrum, von den Vorgaben der christlichen Gemeinschaft sich ein Christ befindet, umso leichter verliert er im Kampf mit der Welt, umso leichter wird er vom Weg weggeführt, umso leichter verirrt er sich. Aber damit, wenn er eben von diesem Pfad abweicht, dann würde er auch den Himmel nicht erreichen. Das erklärte und einzige Ziel von russlanddeutschen mennonitischen Christen, wenn man eben der Literatur folgt. Das einzige Ziel ist der Himmel und erst dort gibt es Erleichterung und Ruhe. Die Welt ist alles, was nicht christlich ist. Die christliche Gemeinschaft gehört nur in den christlichen Bereich. Alles außerhalb des christlichen Bereiches ist Welt. Von allem, was Welt in irgendeiner Weise verkörpert, wird Kampf, Diskriminierung, Spott und Ausgrenzung erwartet, häufig mit dem Begriff Schikanen belegt. Alles Fremde ist Welt, es sei denn, es stellt sich heraus, der Fremde, dem man begegnet, der in der Literatur auftaucht, glaubt vielleicht auch an Gott. Auf die gleiche Art und Weise, nämlich mennonitisch. Und erst dann bekommt der Fremde in Erzählungen einen Namen. Alles andere bleibt namenlos und fremd. Ein Beispielgedicht, in dem einige dieser Elemente auftauchen. Mein Herzensverlangen von Gerhard Wölk. Himmlische Heimat, Heimat der Seele, du kennst das Seufzen und Leid deiner Söhne, die in der Fremde weilen und um Jerusalem weinen. Heimat, du kennst mein Herzensverlangen, Sehnsucht zu stillen und Trost zu empfangen. Ach, wie so gern möchte ich sein in dem Himmel, fern vom Erdengetümmel. Edelpaläste, goldene Straßen, Heimat, ein Sterblicher kann es nicht fassen. Bäume des Lebens, Ströme lebendigen Wassers, glaub's meine Seele und fass es. Liebliche Heimat, Land ohne Tränen, du nimmst die Last mir und stillest mein Sehnen. Dort darf ich ruhen, darf vor den Ewigen treten, darf meinen Heiland anbeten. Die himmlische Heimat, das einzige Ziel. Erdengetümmel, Gewimmel, außerhalb ist Chaos. Die Richtung ist klar. Wenn man das als Weltsicht annimmt, dann wird vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass die Umsiedlung nach Deutschland keinen so starken Einschnitt darstellt und damit auch keine so starke Verunsicherung mit sich bringt. Der Einzelne bleibt in der Welt. Die Bedrohung bleibt. Es ist anhand der Gedichte nicht feststellbar, wenn von dem Erdengetümmel und von dem Leid, der Not in der Welt gesprochen wird. In fast keinem der Gedichte, die ich gefunden habe, ersichtlich, ob es sich jetzt um die Enteignungen, die Deportationen, das Arbeitslager, Diskriminierung nach 1956 oder Diskriminierung und Ausgrenzung in Deutschland handelt. Es ist immer Welt, es ist immer das Außen und es ist böse und bedrohlich. Migration wird in den Lebensbeschreibungen erwähnt, aber eher wie eine weitere Etappe. Wir sehen, dass die christliche spezifische Weltdeutung in gewisser Weise eine Stabilität bietet. In der nicht religiösen plattdeutsch-mennonitischen Literatur, die es ja auch gibt, aber bei weitem nicht ganz so viel, findet sich eine wesentlich stärkere Verunsicherung durch die Umsiedlung nach Deutschland, wird dort verstärkt thematisiert. Zum Beispiel in dem Erzählband von Agnes Giesbrecht Zwischen gestern und heute, da gibt es die Protagonistin Inga, die sitzt in Deutschland, schaut sich die Bäume an und reflektiert. Und da gibt es verschiedene Protagonisten in Deutschland,
in diesem Orientierungsprozess noch gar nicht mal im Ankommen, sondern in diesen Reflexionsprozessen. Es wird deutlich, es gibt eine Verunsicherung. Ein Beispielgedicht, wie eben die Migration im Kontext dieser Weltsicht aufgeht. Heimatliche Weiten von Gerhard Götz. Der Morgen ist vergangen, noch strahlt des Tages Pracht, doch bin ich voller Bangen, es kommt die dunkle Nacht. In dunkelgrauen Weiten liegt längst mein Heimatland, wo einst vor vielen Zeiten auch meine Wiege stand. In der wolgadeutschen Literatur ist das nicht das Heimatland, wo die Wiege stand, sondern der Wolgastrand, wo die Wiege stand. Ich sehe im grünen Tale so deutlich wie zuvor, wie einst zum letzten Male den heimatlichen Flor. Ich sehe der Häuserreihen im Schmuck der Gärten stehen und Korn und Frucht gedeihen, auch beim Vorübergehen. Ich höre die Lerche trillern hoch über Berg und Tal, sehe tausend Farben schillern im duften Blumenschwall. Berauschend süße Düfte erfüllen rings das Land, oh heimatliche Lüfte, wer hat sie nicht gekannt? Es gibt hier also eine Rückschau. Ganz an den Anfang der Geschichte, das Elternhaus, also ich lasse jetzt einiges aus, es ist sehr lang, das Elternhaus, die Kinderspiele, erste Worte, im Prinzip so eine umschlossene Idylle wird beschrieben. Dann geht's weiter. Wenn sich die Augen feuchten vor Gram und Einsamkeit, sehe ich ein Wetter leuchten, sehe nur Vergänglichkeit. Nun bin ich mürb geworden und blicke scheu zurück. Nach Osten, Westen, Norden verschlug mich das Geschick. Im Sturm und Drang der Zeiten bin ich zu schnell ergraut und habe der Heimatweiten nachher nicht mehr geschaut. Die Heimatweiten, da wo die Wiege stand. Jetzt folgen wieder Auslassungen, ist ein Bedauern wird beschrieben, Rückschau, viele Erinnerungen. So, und der Schluss ist interessant. Nun klingt aus grauen Weiten als letzter Widerhall der Klang zerrissener Saiten, mein Freund, es war einmal. Als Fremdling hier auf Erden zog ich oft ein und aus. Im Himmel soll mir werden ein ewiges Vaterhaus. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin. Nach Haus geht mein Verlangen, nach Haus strebt Herz und Sinn. Nach Haus, das ist der Himmel. Geschrieben 1995 in Porta Westfalica. Interessant, oder? Heimat und Erinnerungen werden auf eine dörfliche Idylle gerichtet. Der Autor Gerhard Götz ist 1920 im mennonitischen Friedensdorf geboren. 1931 wurden seine Eltern enteignet und vertrieben. Er selbst wurde 1941 als Student der Medizinischen Hochschule verhaftet. Es folgten 10 Jahre politische Haft, 5 Jahre Verbannung, anschließend Bespitzelung und Diskriminierung. In anderen Gedichten spricht er von Schikanen. Die Migration nach Deutschland wird in diesem Gedicht, wie auch eben in vielen anderen, nicht explizit erwähnt. Das Ich im Gedicht sieht sich als Fremdling auf der Erde, zieht oft und ein und aus, nach Nord und Süd und West wurde er verschlagen. Und Deutschland, eine Etappe von vielen. Der Himmel, die ersehnte Heimat. Spannend ist, wie sich die russlanddeutsch-mennonitische Literatur im Folgenden entwickelt. Während wir Romane haben, zum Beispiel, also jetzt nicht russlanddeutsch, aber mit vertriebenem Hintergrund, die 7 Sprünge vom Rande der Welt, Ulrike Dresner, wo es um Vergangenheitsbewältigung gibt, wo es eine Auseinandersetzung mit Traumatisierung gibt, wo unterschiedliche Lesarten angeboten werden, wo unterschiedliche Erinnerungsebenen angeboten werden und wo die Überlappung dieser Erinnerungsebenen thematisiert werden, gibt es in der russlanddeutsch-mennonitischen Literatur weiterhin rein deskriptive Darstellungen, kein Bewältigen, kein Hinterfragen, keine divergierenden Sprecherpositionen zur eigenen Weltdeutung. Wenn wir Frauengedichte lesen oder Männergedichte, egal was wir lesen, es klingt alles ähnlich. Die spezifische religiöse Weltdeutung bietet Kontinuität und damit Sicherheit und Halt.
Sie bietet ein Erklärungsmuster an, welches das erfahrene und erinnerte Leid aushaltbar macht. Aber es lässt auch keinen Raum für ein weiteres Fortschreiben der eigenen Geschichte. Die spezifische Weltdeutung bietet keinen Spielraum. Jedes Reden, das abweicht vom Zentrum, ist bereits ein Abirren von der Wahrheit. Eine Person, die eine andere Position bezieht und darauf beharrt, gehört zwangsläufig zum Außen, wird gemieden, weil sie alle anderen Mitglieder und ihre Weltsicht bedroht. Wer weiter an den Rand rückt, wenn Sie sich diese Skizze vor Augen führen, der schmale Pfad in der Mitte, wer weiter an den Rand rückt, der muss zurückgeholt werden. Und wenn das nicht gelingt, dann wird er dem Außen der Welt übergeben. Dieses Denksystem ist in sich geschlossen. Folgt man den Beschreibungen von Alida Aßmann, kann die Gruppe der russlanddeutschen Mennoniten als exklusives Kollektiv bezeichnet werden. Die dichte Beschreibung der Literatur und die Analyse der Kollektivsymbolik zeigt, wie die spezifische Weltdeutung das Fortbestehen der Exklusivität garantiert. Lange Zeit gab es inhaltlich keine Veränderungen. Also ich habe bis 2010 die Texte untersucht und alles, was ich mir stichprobenartig daraufhin angeguckt habe, ließ sich exakt darin einordnen. Es gibt also inhaltlich, lange Zeit gab es, muss ich heute sagen, keine Veränderungen im Bereich des Denk- und Sagbaren. Inhaltlich blieben die Sujets, das Anliegen gleich, das hauptsächlich im religiös-pädagogischen Bereich lag. Jetzt springen wir nach Kanada und schauen uns an, was dort mit der Literatur passiert ist, weil ich das gerne als Vergleich benutzen möchte. Nach Kanada sind russlanddeutsche Mennoniten bereits 1870, 1920 und 1947 bis 1950 ausgewandert. Ich komme darauf, weil das in Bezug auf die Literatur wesentlich ist. Schauen wir die kanadisch-mennonitische Literatur an, haben wir zunächst auch sehr viel religiös-pädagogische Literatur. Seit den 1990er Jahren ist aber eine Veränderung feststellbar. Martin Küster, Julia Michael beschreiben Romane, die vom Rande des Kollektivs der Mennoniten auf die Gruppe selbst, aber auch in die Gesellschaft hineinblicken lassen. In dieser Literatur rücken aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen in den Vordergrund. Es wird mit dem gedanklichen Erbe gerungen. Mennonitische Weltsicht wird daraufhin überprüft, was haltbar ist und was Halt gibt in einer aktuell sich verändernden Welt. Vor allem Fragen nach der Rollenaufteilung und geschlechtlichen Orientierung werden durchgespielt. In dem Zusammenhang wird die Frage nach Zugehörigkeit ganz neu gestellt und beantwortet. Küster und Michael beschreiben, wie die Hauptfigur Jackson in dem Roman Dead Rock Stars von Wes Funk die Gesamtdeutung von Gemeinschaft dekonstruiert und sich schlussendlich auf individuelle Aspekte von Gemeinschaft konzentriert. Ein kurzer Einblick. Jackson hat die elterliche Farm irgendwo in den Weiten Manitobas verlassen und ist nach Winnipeg gezogen, wo er einen eher schlecht laufenden Plattenladen am Leben hält. Er sah sich gezwungen, die mennonitische Gemeinschaft zu verlassen, weil er sich aufgrund seiner sexuellen Orientierung nicht Zugehörigkeit fühlte und beim offenen Ausleben seiner Homosexualität ausgeschlossen worden wäre. Als sein Vater stirbt, ist dessen letzter Wille, dass die Brüder gemeinsam die Farm weiter bewirtschaften. Jackson kommt also widerwillig zurück auf die Farm. Im Zuge dieser Rückkehr findet eine intensive Auseinandersetzung damit statt, inwiefern Zugehörigkeit Auswirkungen auf die eigene Identität hat und wie beides in Einklang gebracht werden kann, wenn sie doch sich gegenseitig ganz offensichtlich widersprechen. Die Lösung Jacksons besteht letztlich darin, Zugehörigkeit in unterschiedliche Aspekte aufzugliedern. Zugehörigkeit ist nicht totales Aufgehen in der Masse, sondern seine Lösung liegt darin, dass er sagt, Zugehörigkeit kann ich durch Teamwork herstellen, Zugehörigkeit durch einige Gemeinsamkeiten mit meinen Brüdern, Zugehörigkeit durch
eine geteilte Erinnerung mit meinen Brüdern. Auf diese Weise gelingt ihm der Wiedereintritt in die bäuerliche Gesellschaft seines Heimatdorfes und es erlaubt ihm, Teil seiner Familie zu werden, ohne sich ihren gesamten Überzeugungen anzupassen. Hier werden am Beispiel russlanddeutsch-mennonitischer Zugehörigkeit allgemein gesellschaftlich relevante Fragestellungen durchgespielt. Wie kann Zugehörigkeit in einer zunehmend individualistischen Gesellschaft gelebt werden? Wie können Gemeinsamkeiten herausgestellt werden, wenn sich eine Gesellschaft immer weiter ausdifferenziert? Von den ersten Romanen in Kanada, Rudi Wiebe, 1962, bis in die 1990er Jahre hat es in Kanada gedauert, bis die Blickrichtung geändert wurde, vom Blick in die eigene Gruppe, religiös-pädagogische Literatur, hin zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragestellungen. Ich springe zurück nach Deutschland. Anfang März in diesem Jahr, vor einigen Tagen, ist in Deutschland ein neuer Roman erschienen. Ich durfte ein Vorab-Exemplar bereits vom Verlag bekommen und einbauen in meinen Aufsatz. Der spielt im russlanddeutsch-mennonitischen Milieu, aber gleichzeitig weist er über diesen Kontext hinaus. Elina Pennach, Nachtbeeren, innerhalb von wenigen Tagen Platz 68 der Spiegelliste und Anklopfer der Woche und bereits bis jetzt sehr viel besprochen. Die Hauptfigur Nelly sucht ihren Halt in der mennonitischen Gemeinschaft, findet ihn aber nicht. Im Versuch, gute und richtige Entscheidungen zu treffen, gerät sie in eine Ehe mit einem gefühlskalten, auf seine eigene Außenwirkung und Karriere fixierten Mann, in der sie offenkundig unglücklich ist und depressiv wird. Einer ihrer Brüder ist homosexuell und lebt sein Leben in einer Parallelwelt in der Stadt. In Rückblenden und Erinnerungen dieses Bruders wird Nellys schmerzhafte Kindheit entwickelt. Als ungewolltes, schwieriges Kind hat sie ausschließlich in der Nähe ihrer unkonventionellen Großmutter Geborgenheit erfahren. Sie tut sich schwer damit, sich in den unterschiedlichen Milieus zu verorten, die sich in der russlanddeutschen Welt nach der Migration nach Deutschland auftun. In dem Roman gibt es die russlanddeutsch-mennonitische Welt der Gemeinde, die russlanddeutsch-nicht-religiöse Welt sowie noch weiter das Außen, die hiesigen und andere migrantische Kontexte. Nelly versucht, über die Frage der Zugehörigkeit die Frage nach ihrer Identität zu beantworten. Während ihr Bruder in die Stadt zieht, um sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben, sieht sie sich in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Personen und Gruppen in ihrem Umfeld, bis sie sich letztlich losgelöst von den wichtigsten Bezugspersonen alleine vorfindet. Sowohl ihre Oma als auch ihr Mann sind tot. Sie verfällt dadurch in eine Art Schockzustand. Und im Aufwachen aus diesem Schockzustand stellt sie sich den Fragen ihres Sohnes, erinnert sich und beginnt im Erinnern und im Erzählen zu sich selbst zu finden. Einerseits wird in diesem Roman das Milieu vorgestellt, andererseits ist in dem inneren Prozess der Hauptfigur in all ihrer Zerrissenheit ein Emanzipations- und Loslösungsprozess zu sehen, der nicht selbst gewollt, auch nicht selbst gewählt ist, aber durch die Umstände ist sie in diese Herausforderung hineingeworfen, sich selbst als losgelöst zu betrachten. Gleichzeitig geht es hier immer wieder um die Frage der Erinnerung. Ich zitiere, und deshalb, wenn ich glaube, dass ich mich an etwas erinnere, dann finde ich ein Foto oder höre eine Geschichte von deinen Onkeln, erzählt sie ihrem Sohn, und dann verstehe ich, dass es nicht meine eigene Erinnerung ist. Es sind ihre Geschichten, die sich wiederholen, die sich als Erinnerung abgespeichert haben, die ich als Erinnerung abgespeichert habe. Wie zuverlässig,
sind Erinnerungen. Es geht um die Zuverlässigkeit von Erinnerungen und wie viel Zutrauen ein Einzelner in seine eigene Wahrnehmung und Erinnerung haben kann. Wie sehr es das Kollektiv braucht, um eine gemeinsame Erinnerung zu entwickeln und zu erhalten. Damit ist der Roman über die kreative Kraft eines Kollektivs, damit ist es auch ein Roman über die kreative Kraft eines Kollektivs bei der Konstruktion der eigenen Vergangenheit. Wie funktioniert Erinnerung? Welche Macht hat sie über die Gegenwart der sich Erinnernden? Damit weist der Roman in vielerlei Hinsicht über das primäre beschriebene Milieu hinaus. Fragen von Identität und Zugehörigkeit, Erinnerung und Emanzipation werden thematisiert, die Anknüpfungspunkte auch über die dargestellten Sachverhalte hinaus ermöglichen. Es scheinen Verarbeitungsprozesse im russlanddeutsch-mennonitischen Kontext eingesetzt zu haben, die nicht mehr ausschließlich im Schweigen und Festhalten von Erinnerungen verharren, sondern Verarbeitungen ermöglichen, indem Fragen zugelassen und Antworten gesucht werden. Elina Penner selbst, muss man dazu sagen, ist nicht in der religiösen Gemeinschaft aufgewachsen, sondern kennt sie durch einige Besuche, ist aber mehr in dem, also bei ihr, wie sie in Interviews bereits gesagt hat, bei ihr zu Hause wird Plattdeutsch gesprochen. Also sie ist in, was ich vorhin darstellte, wo ohnehin Verunsicherungen im Zuge mit der Umsiedlung nach Deutschland dargestellt wurden. Da gibt es jetzt quasi eine Weiterentwicklung. Das ist kein Buch, primär aus diesem religiös-mennonitischen Kontext, sondern aus diesem kulturell-mennonitischen Kontext. Ist das deutlich? Okay. Wenn ich den theoretischen Vorannahmen diskursanalytischer Ansätze folge, dann ist Literatur als Teil von Diskurssträngen ein ganz wesentlicher Gradmesser und Speicher des Denk- und Sagbaren innerhalb einer Gruppe. In der russlanddeutsch-mennonitischen Literatur in Deutschland gab es bisher viele Lebensbeschreibungen, viel geistliche Lyrik, und aktuell ist mit dem Roman Nachtbären offensichtlich eine Öffnung für andere gesellschaftliche Fragestellungen feststellbar, sowie möglicherweise auch eine Art Aufarbeitung und eine Auseinandersetzung mit der eigenen und kollektiven Erinnerung. Aus dem Dargestellten möchte ich nun abschließend Möglichkeiten und Notwendigkeiten, also offen gebliebene Desiderate der Forschung in Bezug auf russlanddeutsch-mennonitische Literatur vorstellen und darüber hinaus für die Erforschung von und mit russlanddeutscher Literatur im Allgemeinen. Mittels Dichterbeschreibung sowie der Untersuchung der Kollektivsymbolik wäre es lohnenswert, die unterschiedlichen russlanddeutschen Literaturen nicht nur in einer zusammenfassenden Betrachtungsweise zu untersuchen, sondern auch in ihren Differenzen zu betrachten. Literatur bietet die Möglichkeit, auf Diversitäten aufmerksam zu machen. Es müssten unterschiedliche Diskursstränge und Sprecherpositionen untersucht werden. Damit könnten Erkenntnisse gewonnen werden. Das ist ja schon ein Teil von dem, was wir hier machen, dass es um Wolgadeutsche geht, dass es um Mennoniten geht, dass man guckt, also nach den unterschiedlichen Gruppen. Wie man sich eben anpasst in einer Gesellschaft, eine exklusive Gemeinschaft pflegt oder sich unsichtbar macht, quasi unter dem Radar fliegt, um vermeintlich teilhaben zu können. Diese ganzen Strategien entwickelten sich ja nicht erst in Deutschland, sondern wurden im Prinzip aus der Sowjetunion mitgebracht, dort entwickelt und praktiziert. Die Diversität Russlanddeutscher wahrzunehmen und zu beschreiben, bedeutet auch, Integrationsstrategien sichtbar zu machen. Und da es Russlanddeutsche in Süd- und Nordamerika gibt, ja nicht nur Mennoniten, könnten literarische Vergleiche zeigen, inwiefern Werte und Vorstellungen sich in den unterschiedlichen gesellschaftlichen, geografischen und politischen Kontexten auch verändern.
zu unterschiedlichen Zeiten. Migrierte Gruppen haben auch unterschiedliche historische Erfahrungen in ihrer Familiengeschichte. Dies kann Auswirkungen auf das Schreiben und Wahrnehmen haben, wie wir das am kurzen Vergleich zwischen Kanada und Deutschland gesehen haben. Dabei würde ich das aktuell belassen, ich denke. Die Zeit ist um. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Gebhardt. Das war wirklich ein schöner Abschluss, ein schöner Ausblick, auch dass Sie im Plural sprechen von den Literaturen der Russlanddeutschen. Also einfach, um den Blick zu öffnen, war das sehr, sehr wertvoll. Eine erste Frage habe ich gesehen von Frau Gossen. Ja, wir haben die kanadische Autorin nicht namentlich. Haben Sie Miriam Töns gelesen? Ja. Dann können Sie, wie streng da das alles in der Gemeinde ist, bis jetzt. Naja, das ist eine Schwierigkeit, der man sich auf jeden Fall zuwenden muss. Literatur ist nicht unbedingt die dahinterliegende Öffentlichkeit, nur weil etwas in der Literatur geschildert wird. Also dieses Verhältnis Literatur-Realität, gerade wenn wir im kulturwissenschaftlichen Bereich reden, müssen wir sehr vorsichtig sein. Deswegen sage ich untersuche Diskursstränge. Und die Miriam Töfs beschreibt auch ja nicht ihre eigene Wirklichkeit, sondern zum Teil eine Kolonie in Südamerika. Und wir dürfen immer nicht vergessen, es handelt sich um Literatur, es handelt sich um Fiktion und auf was für eine Art und Weise dieses Teil eines Diskursstranges ist dann im Einzelfall zu bestimmen. Und auch in Kanada ist die mennonitische Gemeindelandschaft eine sehr, sehr heterogene. Ja, da gibt es sehr unterschiedliche, wie in Deutschland auch. Ich wollte noch eine Frage. Sie haben Bielefeld studiert. Haben Sie Lena Klassen kennengelernt? Ich relevant, der hat das auch über Mennoniten geschrieben. Ja, also ich habe über Lena Klassen geschrieben. Ich kenne sie nicht persönlich. Himmel, Hölle, Welt 2001 hat sie verfasst. Da geht es auch um eine junge Frau aus einem mennonitischen Kontext, die sich eben mit ihrem Hintergrund auseinandersetzt und sich löst. Wurde aber wenig beachtet, wenig gelesen, muss man sagen. Und der Unterschied ist, dass es sich um einen ganz anderen Schreibstil handelt. Elina Penner liest sich sehr schnell, sehr schrill, sehr flott, sehr verrückt. Eine sehr, sehr moderne Schreibweise, sehr eingängig auch. Und genau, und das von der Lena Klassen, Himmel, Hölle, Welt, ich glaube Elsa heißt sie. In dieser Diskussion setzt sie sich mit russlanddeutsch-mennonitischem Denken auseinander, aber es ist so eng an diese Auseinandersetzung geknüpft, dass es für andere wenig, also es ist interessant als ein Blick in diese Welt, aber es ist wenig Anknüpfungsfläche, würde ich mal so sagen, wenn man. Ich meine, die hat einen Roman sehr früh geschrieben, die war noch sehr jung, gerade nach dem Studium. Die hat nachher sehr viele andere Bücher geschrieben, auch so Fantasy und so weiter. Aber Sie sagen wenig gelesen. Ich weiß, wie die geächtet wurde in der ganzen in ganz Deutschland, in baptistischen Gemeinden. Ich weiß nicht, wer sie von den Baptisten gelesen hat. Aber die Pastoren, das ist ja dann so nach dem Prinzip, ich habe Pastor Nach nicht gelesen, aber er hat Unrecht, ja, so ungefähr. Weil ja, natürlich lehnen sie das ab, ja, wenn da eine Hauptfigur sich damit auseinandersetzt und sagt, ich will das nicht mehr glauben. Klar, die Gemeinden, die das weiter leben wollen, natürlich sagen sie, dann lest das Buch nicht, damit ihr nicht auf dumme Gedanken kommt. Also, haben ja in Englisch geschrieben und sind im Teubach Verlag, den haben sie nicht erwähnt. Wen? Rudi Wiebe und Miriam Zöls. Die haben in Englisch geschrieben, haben Kanada Preise gewonnen
Und Miriam hatte auch Probleme mit der Gemeinde sozusagen. Ja. Ja. Aber die sind von Heinrich Siemens, der ist Vorsitzender der Freunde auf Hochdeutsch. Vorsitzender hat promoviert und hat sie übersetzt in Hochdeutsche. Und die sind auch hier gewesen, wir haben mit ihnen gesprochen. Und Rudi Wiebe, der hat gesagt, man muss sich öffnen. Und das ist so auch gewesen, wie sie das beschrieben hat, vielleicht auch sogar noch schlimmer. Ja? Und man muss darüber sprechen. Ja? Das ist das, was Sie sagen mit Öffnung sozusagen und Auseinandersetzungen. Ja. Ich bin eigentlich, meine Vorfahren sind auch Mennoniten, aber ich bin keine typische. Schon deshalb, weil ich Hose trage und kurze Frisur habe. In Erstbekam zum Beispiel habe ich Mädchen gesehen, langen Röcken, die auf Rollschuhen durch die Straßen fuhren und auch in der Schule geächtet wurden dafür, dass sie Röcke getragen haben und so weiter. Also, und ich wollte nur sagen, ich bin keine typische Mennonitin, wollte mich aber Ihnen für Ihren Vortrag bedanken. Aber ich habe dann so überlegt, das, was Sie da von mir zitiert hatten, das ist auch sehr früh geschrieben, als ich gerade erst gekommen war. Und damals habe ich auch ein Gedicht geschrieben, ganz kurzes, über Zuhause sein. Und das ist mir jetzt in den letzten Tagen wieder eingefallen, weil wieder Russlanddeutsche irgendwie als Russen bezeichnet wurden in lokalen Medien und so weiter. Und das geht so nur 4-8 Zeilen. Wo ist mein Zuhause? Wo ist dein Zuhause? Nicht dort, wo wir sind und nicht dort, wo wir waren. Auf der ewigen Suche nach dem Zuhause sind wir hier und im Jenseits. Also das war das Gedicht. Und ich denke, das ist wirklich diese Heimatlosigkeit. Ich habe auch gerade einen Roman von Remarque im Schatten des Paradieses gelesen, über die Migration von deutschen Schriftstellern nach Amerika während des Krieges oder vor dem Krieg in der Nazizeit. Ja. Und da war diese Heimatlosigkeit auch ein Thema. Also ich meine, das ist in der Immigration wahrscheinlich nicht nur bei den Mennoniten, sondern bei der Immigration auch ein Thema. Ja. Ja, Dr. Krieger hat auch noch eine Frage und dann haben Sie noch Zwei. Nein, ich verzichte auf meine Frage. Ja, okay, dann Professor Mehnert. Ich wollte eigentlich nur Danke sagen für diesen klar strukturierten Vortrag, der für mich einen hohen Informationsgehalt hatte. Eine Frage habe ich dazu nicht, weil ich dazu das erste Mal so ausführlich etwas gehört habe. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, ich bedanke mich auch. War ein schöner Abschluss nach dem schönen Anfang. Und Sie haben ja mit der Nachtbären, haben Sie für viele von uns, glaube ich, den Ruf oder den Rang der russlanddeutschen Literatur gerettet. Denn ich bin Elina Penner unendlich dankbar. Darauf habe ich gewartet. Das, was Sie da vorher zitiert haben, von den Goebbels, ich muss ja so lachen, als Sie sagen, 1995 hatte das geschrieben. Das klingt ja auch fast so, also 1802 oder so. Und auch als religiöse Lyrik ist das ja völlig aus der Zeit, es ist nicht nur aus der Zeit gefallen, sondern es ist auch einfach also unfassbar. Ja. Bei der Autorenbegriffung von Vor, Reinhold Schneider, Werner Bergen und goldenen christlichen Lyriker des 20. Jahrhunderts gehen ja weit über das hinaus, was da in einer verkitschten und stereotypen Weise bedient wird. Und da würde mich interessieren, das geht jetzt vielleicht nochmal an das Publikum, wer ist denn eigentlich der Rezipient dieser wolgadeutschen Autoren? Lesen das nur wolgadeutsche Leser? Oder ist das sozusagen breiter gestreut? Wenn letzteres der Fall ist, kann man mit lyrischen Produkten wie dem eben gezeigten wirklich Werbung machen. Und das wirkt fast peinlich,
Wenn man das also wieder eine Frage der Rezeption in der Allgemeinheit, wenn man das anbietet als Produkt russlanddeutscher Autoren, macht man sich gleich mal. Ja. Darf ich dazu? Russland-Benamitische. Aha, ist gut. Ja, das ist ein gefundenes Fressen für Professoren. Also darf ich dazu kurz einiges entgegnen? Herr Kroll, es ist völlig aus der Zeit gefallen, wenn ich die Zusammenfassung, die Kollektivsymbolik nehme. Mir ist in meinen Untersuchungen ganz zufällig, ich weiß nicht wie, plötzlich ein pietistisches Wörterbuch von Lange von 1950, aber das schon wirklich veraltet war, alte pietistische Lebensweisheiten quasi zusammengetragen hat. Die Zusammenfassung dieses Wörterbuches ließe sich als Zusammenfassung des Denk- und Sagbaren der russlanddeutschen Mennoniten abdrucken. Und es ist deswegen so frappierend, weil ja die Mennoniten sich so sehr von dem Evangelischen abgrenzen. Aber es ist letztlich, was ich gefunden habe, ist pietistische Lyrik. Karl Gerock ist von ihnen rezipiert worden. Die Predigten von Ludwig Hofacker. Und eine kleine Anekdote das muss ich unbedingt noch erzählen. Ich habe immer alle gefragt, Leute, was habt ihr gelesen? Ich brauche einen Anhaltspunkt für meine Forschung. Was habt ihr gelesen? Nichts. Es ist alles verbrannt worden. Es gab nichts. Dann habe ich handschriftliche, also Abschriften von Gedichtbüchern gefunden. Da waren immer so Zeilen, die wiederholten sich. Dachte ich, was ist das? Heißt bei Google eingegeben, Karl Gerock. Ja. Und dann bin ich hin und habe gesagt, Leute, kennt ihr Karl Gerock? Und die strahlten, das waren über 80 Jahre, also alte Herren, die begannen zu strahlen und rezitierten aus dem Stand Karl Gerock. Dann sage ich, dich habe ich doch gefragt vorhin. Du hast mir gesagt, du hast nichts gelesen. Ja, aber Karl Gerock hatten wir. Also ich weiß nicht, was in dieser Erinnerung noch alles verschüttet ist und eigentlich rezipiert worden ist tatsächlich. Also auf jeden Fall sind viele dieser religiösen Gedichte quasi Folien und Nachdichtungen von Karl Gerock. Jungs Dilling, da passt das auch rein. Ja. An welchem Verlag ist das Buch erschienen, Angelina? Aufbauverlag. Ah ja, stimmt. Jetzt vor 2 Wochen oder so rausgekommen, ne? Die Tage irgendwann und ganz schnell auf die Spiegel-Bestsellerliste gehüpft, weil offensichtlich gibt es ein Interesse an der russlanddeutschen Welt. Die Frage ist nur, wie wird es dargestellt? Ohne Karrierung. Elina Penner hat auch einen. Aber homosexuellem irgendwie. Ja. Muss auch das sein. Elina Penner und noch eine junge Frau, die haben auch einen gemeinsamen Blog, Plattdeutsche Mädchen, und sie hat auch einen Preis von den Plattdeutschen schon bekommen. Aber nicht diese Elina Penner, die hat mit den Plattdeutschen mehr alles nichts zu tun von Instagram. Nein, ganz anders. Die haben nichts. Soweit ich weiß, gibt es da keinerlei Überschreibung. Die Plattdeutsche Meiales machen ihre Sache. Elina Penner wohnt zwar im Nachbarort, ist aber eine andere. Nix. Das ist dieselbe. Nee. Dann bedanken wir uns ganz herzlich nochmal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören es, hier ist großer Aufruhr im Saal. Ich erlaube mir eine kleine Zusammenfassung. Sie wird nicht lang sein. In der Rückschau, wir haben festgestellt, dass dieses Thema, das wir im Rahmen dieser Tagung bearbeitet haben, dass es stattfinden, nicht nur, dass es stattfinden durfte, sondern dass es sogar stattfinden musste, in Anbetracht der Zeit, in der wir leben, aufgrund der tagesaktuellen Ereignisse, aufgebaut, aufgeladen, aufgrund der Jahrestage, aber auch aufgrund der gesteigerten Aufmerksamkeit, die dieser gesamte Themenkomplex erfährt, und zwar postsowjetische Migration und Literatur im ganz Allgemeinen, russlanddeutsche Literatur schon sehr spezieller und Wolgadeutsch als ein sehr spezieller Bereich. Wir haben einen historischen Abriss mitgenommen. Wir haben die Literatur nach Epochen besucht, im Russischen Reich, in der Sowjetunion vor und nach dem großen, großen Vaterländischen Krieg, wie er immer genannt wird, und auch in der jungen Bundesrepublik. Wir haben festgestellt, dass dieses Thema in der Forschung noch immer ein Schattendasein fristet, aber es ist ein reiches Inventar
aufgebaut worden. Auf das kann und muss zurückgegriffen werden. Es wartet nur darauf, dass die Forscher sich dessen bedienen oder eben neue Literaten sich dieses Stoffs bedienen, um die Themen weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben jüngere Projekte kennengelernt, die Pionierarbeit leisten. Und stellt sich die Frage, was bringt eigentlich die Zukunft? Wird sich ein neuartiger Forschungszweig etablieren? Und falls ja, wozu wird er zählen? Manche Texte neigen sich vielleicht doch eher als historische Quellentexte. Vielleicht manches findet eher in der Germanistik oder anderes in der Slawistik sein Zuhause. Wir haben aber auch gehört, es gibt auch Texte mit speziellen russlanddeutschen Themen, die auch in englischer Sprache besprochen werden oder auch in Argentinien, wohin auch sehr viele Wolgadeutsche weitergewandert sind. Also es ist ein sehr großes, komplexes Thema, das schwer ist, eindeutig abzuschließen. Kulminiert ist das Ganze in einer Diskussion, was überhaupt die russlanddeutsche Literatur ist. Man muss dazu sagen, dass diese Definition genauso schwierig ist und in der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich schwer vermittelbar wie der Begriff Russlanddeutsche selbst. Geht man nach den klassischen Kriterien wie Herkunft, Sprache oder Themen oder öffnet man es dafür, welchen Erfahrungshorizont der Autor mitbringt und welche ästhetische Merkmale ein Text liefert, damit es nicht bloß ein Schlüsseltext des kulturellen Gedächtnisses bleibt, sondern tatsächlich in einen Kanon aufsteigen kann, der die Zeit überdauert. All das sind Fragen, die wir hoffentlich schaffen, in diesem Sammelband aufzugreifen und zu besprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei allen Veranstaltern und Förderern, die das möglich gemacht haben. Bei der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, bei der Technischen Universität Chemnitz und beim Goethe-Institut Dresden, in dessen Räumlichkeiten das stattfinden durfte. Und ganz besonders bei Herrn Dr. Jens Baumann, dem Beauftragten für Vertriebene und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen. Es ist eine große Freude, dass solche Veranstaltungen stattfinden dürfen, gerade in dieser Zeit. Ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Ja. Ja.